Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, langsam ist Tatsache. Der Herbst kommt und ich hoffe, das ist ein Schritt in das Thema neue Werkstatt. Aber erst weitere nach dem Intro. Ja, die Tage werden kürzer. Es ist jetzt gerade mal 8:30 Uhr, stockdunkel draußen. Ihr seht das Video erst morgen früh. Ja, was soll ich sagen? Wieder mal 2 Wochen rum mit Videos zum Thema Dach fertig machen vom Schuppen. Das ist auch zum Glück jetzt endlich fertig und mega dicht, muss ich wirklich sagen. Auch wenn viele von euch echt skeptisch sind, was das Thema Teichfolie auf dem Dach angeht. Aber ich muss euch sagen, bis jetzt macht es einen guten Job. Kein Tropfen mehr drin, trocken. Dazu war es noch sehr leicht, es zu verlegen und ja, ich hoffe und denke, es hält lange. Aber ihr Skeptiker da draußen, für euch ist das eigentlich ja schon dieses Jahr alles kaputt. Und auch der Schuppen ist ja, am besten war echt der Kommentar, ich sollte mal Strom drinnen verlegen, dann ist das Kabel die Drachenleine, weil der Schuppen wird mir wegfliegen. Weil ich habe ihn ja nicht mit dicken Fundamenten im Boden verankert, sondern einfach nur auf ja, Gehwegplatten geschraubt. Aber wir sprechen uns in 20 Jahren wieder, wenn der Schuppen immer noch steht. Na? Ja, ansonsten, letzte Woche habe ich euch das Video gezeigt zum Thema Rasenmäher. Mein Bosch Indego Plus 700 habe ich endlich installiert. Läuft auch ganz gut. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich habe jetzt Kontakt zum Support von Bosch aufgenommen und ich denke, die haben jetzt irgendwie ein Update draufgespielt, weil er war für ungefähr 2, 3 Stunden nicht erreichbar, der Rasenmäher, und jetzt funktioniert er wieder ganz normal wie vorher. Aber er mäht jetzt deutlich anders als vorher. Ich bin gespannt, ob sich das so bewahrheitet. Ist erst vorgestern gewesen, muss das nochmal 1, 2, 3 Tage beobachten. Aber ich mache da auf jeden Fall spätestens im Frühjahr nochmal ein Video zum Thema Rasenmäherroboter, mein Modell, was ich hier habe. Und mal gucken, wie dann mein Fazit aussieht. Bis jetzt ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Habe ich das mit dem Update noch versehen mit so Edelstahl-Spikes. Verlinke ich euch mal unten drunter. Gibt es eigentlich für alle gängigen Rasenmäherroboter, finde ich ganz cool. Ja, und ich hoffe, dass er dadurch die Steigung ein bisschen einfacher schafft und eben auch sich nicht so schnell festfährt. Ne? Weil es war schon so ein kleines Thema, dass er sich, wenn da mal ein Maulwurfshügel ist, er ist dann irgendwie zwar auf den Maulwurfshügel raufgefahren, aber dann immer stecken geblieben, weil weiche Erde kam nicht mehr mit den Rädern voran. Jetzt hat er Spikes, mal gucken, wie das weitergeht. Ja, ansonsten hoffe ich jetzt wirklich in den nächsten Tagen hier in der Garage aufzuräumen, damit wir uns jetzt hier langsam aber sicher dem Thema Werkstatt ein Stückchen nähern. Und für mich ist immer ganz klar, ich möchte dieses, wie sagt man so schön, dieses dunkle Halbjahr, den Winter, Herbst dafür nutzen, es hier schön zu machen. Aktuell ist immer noch Rumpelkammer, es ist wirklich, auch da in die Kommentare, ganz witzig, wie wurde meine Werkstatt betitelt, als Gulag oder irgendwie sowas, also als Kriegsschauplatz, eine Mücke. Ja, sieht hier wirklich aus wie ein Kriegsschauplatz, aber mal ehrlich, hatte einfach keine Zeit. Jetzt kam eben neben dem Umzug meiner Eltern auch der Umzug meiner Großmutter ins Altersheim dazu. Auch da habe ich natürlich kräftig mitgeholfen, selbstverständlich. Denn die Schwiegereltern sind auch noch gerade umgezogen, auch da haben wir kräftig mitgeholfen. Da fahren wir jetzt, ich denke, nächste Woche auch wieder hin, um den Umzug zu helfen und zu organisieren. Aber auch den Rest Fußleisten, weil da habe ich so jetzt schon ca. 50 Meter Fußleistung verlegt. Aber da fehlen noch so die Anschlüsse an die Türen, weil die Türen noch nicht drin waren. Das mache ich jetzt nach dem Nachgang, also in einer Woche. Ja, ich hoffe, dass das dann auch alles fertig ist und wir dann uns wieder hier um unsere Themen kümmern können. Und dazu gehört eben auch dieses große Thema Garage. Aber naja, ich weiß auch, hier da draußen da ganz schön skeptisch, aber auch zu Recht, weil ich habe euch schon lange dahin gehalten und hoffe, dass ihr mir immer noch ein bisschen die Fahne haltet, denn es wird noch ein bisschen dauern, bis ich hier wirklich wieder schöne Holzprojekte machen kann. Aber es wird wieder kommen, versprochen, weil ich habe da richtig Bock drauf. Und auch meine Frau, meine Familie, die haben richtig Ideen, was ich hier bauen kann auf unserem Grundstück und das wird auch so kommen. Aber naja, ist einfach jetzt so, muss ich mit klarkommen. Und im Job habe ich auch weiterhin viel zu tun. Aktuell ist es auch ganz witzig, muss ich mal erzählen. Wir sind in dem Bereich Hamburg so knapp 100 Mitarbeiter und aktuell gibt eine Führungskraft. Danke. Viel zu tun also. Und das ist auch einfach auch so. Das Job ist einfach wichtig. Ja, das hier ist einfach nur ein Hobby und so wird es auch einfach bleiben.
Darum ist aber Job der Priorität und dafür habt ihr hoffentlich draußen auch Verständnis, weil ich bin aktuell immer noch viel unterwegs, viel im Büro eingespannt und so ist es einfach. Ich kann es nicht ändern, möchte es auch nicht ändern, ist einfach so richtig, aber darum muss ich dann eben mein Hobby ein bisschen kürzer schalten und ich sehe jetzt meiner Figur an. Auf Sport tut man wieder irgendwann Not und das wird auch auf mich wieder zukommen, weil ein bisschen körperliche Ausgleich, den brauche ich dann doch. Und auch das will ich wieder machen. Also da muss ich dann auch mal wieder ein, zwei Mal die Woche irgendwie was machen, auf Fitnessstudio oder einfach joggen gehen. Aber es wird auch wieder auf mich zukommen. Aber bis dahin will ich auf jeden Fall aber hier auch was getan haben, weil es ist einfach wirklich, ich träume schon davon. Ich kein Spaß, ich träume schon von diesem Horror hier drin. Es muss einfach wirklich besser werden. Aber ich habe schon ein bisschen angefangen, schon ein bisschen Ordnung geschaffen, ein bisschen was weggeschmissen, aber es ist noch viel zu tun und das kommt jetzt auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, nächstes Wochenende möchte ich euch gerne mal die Planung hier zeigen, wie ich das hier so vorhabe. Ich nehme euch dann einfach mal wirklich in die Planung mit. Ich zeichne mal mit euch zusammen hier so einen Plan, den hängen wir dann mal hier auf und am Ende gucken wir mal, was wir wirklich so umgesetzt haben, wie ich mir das vorstelle. Ja, und ansonsten soll das einfach diese Woche ein kurzes Update sein, was es auch geworden ist. Ich verlinke nochmal da oben in der Ecke die beiden Videos von den letzten beiden Wochen. Einmal den Rasenmäher, einmal das Dach von dem Schuppen. Schaut da nochmal rein, ansonsten hier nächste Woche 8 Uhr geht's weiter und viele von euch da draußen sind kein Abonnent meines Kanals, drückt doch mal unten aufs Abonnieren. Es kostet nichts, ihr kriegt dann einfach eine kleine Info, es hilft meinem Kanal zu wachsen, ein bisschen weiter oben gerankt zu werden, also drückt doch mal drauf und auch wenn ihr da schon unten klickt, da ist noch eine Glocke, auch da mal drauf drücken, kriegt ihr sogar eine Nachricht, wenn hier was Neues kommt. Oder ihr stellt euch einfach so den Wecker morgens 8 Uhr am Samstag, hier ist immer was los. Haut rein!